Bozen, Palais Wiedmann. Zeremonie der Übergabe der Zertifikate für familienfreundliche Betriebe an 9 neue Unternehmen und Südtiroler Ämter. Für weitere 7 Betriebe wurde das Audit erneuert bzw. bestätigt. Hausherrin war Familienlandesrätin Waltraud Deeg. Die Auszeichnung hat internationale Anerkennung. Das Audit bietet die Möglichkeit einer professionellen Hilfe, um die Sensibilität zur Familie innerhalb des Betriebes zu stärken. Die Vereinbarkeit Familie und Beruf ist die große Herausforderung für die Zukunft. Und zwar unter mehreren Gesichtspunkten. Einmal natürlich, weil wir auf dem Arbeitsmarkt gut ausgebildete Arbeitskräfte brauchen. Das zweite ist, weil die Familie für viele Menschen eine wichtige, also der wichtigste Wert in ihrem Leben ist. Und sie möchten es auf die Reihe bringen können, Arbeit und Beruf. Und deshalb müssen wir Betriebe unterstützen, die diesen Weg gemeinsam mit uns, der Familienagentur, gehen. Und das hier haben wir heute hier gemacht und möchten es auch in Zukunft machen. Zum ersten Mal im Jahr 2004 eingeführt, wird das Audit Familie und Beruf seit 2008 vom Land und der Handelskammer Bozen geführt. Im Zuge der Umgestaltung der Landesverwaltung wurde die Zuständigkeit der Familienagentur im Ressort von Landesrätin Waltraud Deeg übertragen. Die Vereinbarkeit der Familie und Beruf wird zu einem immer wichtigeren Thema, vor allem in einer Gesellschaft, wo Männer und Frauen einer Arbeit nachgehen und wo es nicht sein kann, dass wir diese Tradition, dass die Frau zu Hause die Arbeit macht, dann zusätzlich noch die Arbeit draußen macht, also zweimal arbeiten und einmal leben, um das fortzuführen. Es ist wichtig, die Betriebe zu sensibilisieren und auch die Männer zu sensibilisieren, dass sie einen größeren Beitrag leisten, damit Familie und Beruf besser vereint werden können. Mit Hilfe von professioneller Unterstützung haben die 55 zertifizierten Betriebe verschiedene Maßnahmen zur Optimierung einer Betriebspolitik, die ganz speziell auf die Erwartungen der Familie zielt, erreichen können. Unter den prämierten Betrieben war auch die Handelskammer Bozen und die Landesabteilung Arbeit. Wir denken, dass gerade auch in der öffentlichen Verwaltung es wichtig ist, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Wir sind der Meinung, dass Maßnahmen zur Vereinbarkeit, das heißt also die Berücksichtigung der Bedürfnisse auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig ist, eben um erfolgreich zu sein. Natürlich müssen die Maßnahmen der Kunden, der Bürgerinnen und Bürger, diese Anliegen im Vordergrund stehen. Aber es geht wirklich auch darum, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, weil so eben ein Beitrag zu einem besseren Erfolg geleistet werden kann. Die Zertifikate wurden von Familienlandesrätin Waltraud Deeg und Handelskammerpräsident Michel Ebner übergeben. Die Handelskammer hat eine eigene Servicestelle für mehr Informationen zur Verfügung gestellt.